Ja, wieder einmal mussten wir voller Bestürzung eine Nachricht entgegennehmen, dass in Düsseldorf eine junge Frau auf bestialische Weise umgebracht worden ist. Wir trauern mit den Angehörigen und denken an das Leid, was auch das Opfer bis kurz vor ihrem Tod erfahren musste, die Todesangst, die sie durchlebt hat, und sind tief betroffen von diesem fürchterlichen Fall. Es ist aber einer von 6 Fällen, die sich hier in Düsseldorf in der letzten Zeit ereignet haben. Und bei aller Unterschiedlichkeit stellen sich hier dann doch einige Fragen. Nämlich die Fragen, inwiefern es eine Rolle spielt, dass der Täterkreis in diesen 6 Fällen doch scheinbar aus demselben kulturellen Hintergrund stammt, sozusagen sozialisiert im islamischen Gesellschaftsverständnis, im islamischen Menschenbild. Dieser Frage muss man nachgehen, unbedingt. Und um das genau zu erfassen, hat ja auch die AfD-Fraktion in einem Entschließungsantrag die Regierung aufgefordert, nun endlich einmal die Angriffe mit Stichwerkzeugen statistisch zu erfassen, damit man eigentlich Klarheit darüber erfährt, was eigentlich die Hintergründe sind. Denn auch gerade wir legen großen Wert darauf, nicht aus Emotionen heraus Politik machen zu wollen, sondern wir legen großen Wert darauf, die Sachen, die Fakten genau zu eruieren, um dann politisches Handeln daraus bilden zu können. Das ist von unglaublicher Wichtigkeit. Wir dürfen die Augen nicht verschließen, egal was dann bei so einer Statistik herauskommt. Und damit haben wir dann die Grundlagen für politisches Handeln. Aber eines scheinen diese sich häufenden Fälle doch auch darauf hinzuweisen, auf ein grundsätzliches Problem, was wir in unserem Staat haben und was die Menschen langsam auch begreifen. Bei aller Unterschiedlichkeit der Einzelfälle natürlich, die man dann für sich beurteilen muss, scheint es doch so zu sein, dass das auch ein Ausdruck eines vollkommenen Autoritätsverfalls unseres Staates da ist. Gerichte, Polizei, alle diejenigen, die staatliche Autorität durchsetzen sollen, werden nicht mehr für voll genommen. Sie werden nicht mehr geachtet. Und gerade Menschen, die sich mit unserer Kultur nicht verbunden fühlen, scheinen das als Freibrief zu nehmen, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen, egal wie stark, bis dann in Extremfällen dann auch eben mit Gewalt. Wir müssen also wirklich daran gehen, nochmal neu darüber nachzudenken, wie wir unsere Staatsautorität wieder neu aufbauen können, wie wir dazu kommen können, dass sich auch Menschen aus anderen Kulturkreisen, die anderes gewohnt sind, sich an Recht und Gesetz halten und nicht in den gegenwärtigen Impulsen nachgeben wollen. Und dafür, das kann ich Ihnen versichern, sehr verehrte Damen und Herren, dafür kämpfen wir, die AfD im Parlament in Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank.